Liebe Brüder und Schwestern, Jesus kommt durch verschlossene Türen zu seinen Aposteln, seinen Jüngern, und er haucht sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Ja, Jesus gibt seinen Aposteln, seinen Jüngern die Vollmacht, in seinem Namen Sünden zu vergeben. So sind wir gerade jetzt in dieser Zeit, an diesem Sonntag der Barmherzigkeit, dem Weißen Sonntag, im Jahr der göttlichen Barmherzigkeit, im Jahr der Barmherzigkeit Gottes, das ausgerufen worden ist, besonders eingeladen, das Bußsakrament zu empfangen, das Sakrament der Barmherzigkeit. Ja, in ihm begegnet uns Jesus, der Auferstandene, der Sieger über Sünde und Tod. Ja, er kommt uns entgegen. Er möchte uns befreien von aller Last. Und er erbarmt sich, so wie er sich des Thomas erbarmt hat. So erbarmt es sich unser. Er nimmt alle Schuld hinweg, allen Zweifel, allen Kleinglauben. Ja, Thomas, er steht sozusagen für den modernen Menschen, der oft nur das Glauben, das anerkennen will, was er mit Händen greifen, was er mit Augen sehen kann. Der Mensch möchte oft nur das Glauben, das annehmen, was empirisch nachweisbar ist. Aber der Herr, er schenkt Erbarmen. Er nimmt sich unserer Not an. Er nimmt den Zweifel hinweg. Er schenkt uns Heil. Und er lässt sich berühren auch von uns. Er kommt zu uns im Geheimnis der heiligen Eucharistie. Sein Fleisch, sein Blut ist uns gegeben. Er kommt zu uns mit seinen Wunden, er, der Gekreuzigte und Auferstandene. Er spricht zu jedem ganz persönlich: Streck deine Hand aus, ja, streck dich aus nach mir. Berühre mich und begreife, dass ich auferstanden bin. Ja, die Auferstehung Jesu ist kein Mythos, keine fromme Überlieferung, kein schöner Wunschtraum. Es ist ein geschichtliches Ereignis. Jesus ist wirklich auferstanden von den Toten. Er ist wirklich ganz Mensch mit einem menschlichen Leib, aber er ist auch ganz Gott. So sprengt der Herr mit seiner Auferstehung all das, was menschlich möglich, was menschlich vorstellbar ist. Er sprengt die Grenzen unseres Denkens, unseres Planens, unserer Möglichkeiten. Jesus offenbart die Barmherzigkeit des Vaters. Auch uns heute, sein Herz, aus dem Blut und Wasser strömen, steht offen für uns. Er möchte uns neues Leben mitteilen, so wie er uns das Leben geschenkt hat, als Schöpfer, mit dem Vater im Heiligen Geist. So dürfen wir mit Thomas bekennen: Ja, du, Herr, bist der Auferstandene. Du bist mein Herr und mein Gott. Du bist viel größer als alles, was wir uns ausdenken, was wir ermessen, was wir begreifen können. Ja, unermesslich ist das Erbarmen Gottes für all jene, die ihm vertrauen, die sich vertrauensvoll dem Herrn Jesus, dem Auferstandenen, nähern, die mit Glauben und Vertrauen zu ihm kommen und von seinem Erbarmen Heil, Vergebung und neues Leben erhoffen. Ich habe Ihnen heute zur Predigt ein Lied mitgebracht, das möchte ich Ihnen jetzt vorspielen. Es drückt auch aus, was heute mit diesem Fest gemeint ist.
was der Herr uns sagen möchte. Es drückt aus, was der Grund unserer Freude, unserer Hoffnung ist. Ja, was wir immer wieder neu erfahren dürfen, wenn wir das Wort Gottes hören, wenn wir Jesus aufnehmen im Geheimnis der Heiligen Eucharistie, ja, wenn wir ihm unser Herz vertrauensvoll öffnen.